Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist tatsächlich unsere Truhe, wo wir unseren Schatz einfordern können. Wir kriegen Blut. Nee, Quatsch, Karmin, keine Ahnung. Feuriges Blut bekommen wir und eine Urgas-Trophäe tatsächlich. Jawohl. Das ist doch super genial. Ich habe mal im Internet geguckt, das wäre auch noch schöner gewesen. Und dass es regnet, ist eine der Angriffsstrategien, möchte ich fast schon sagen. Oh Mann, Lägen, hör bitte auf. Ist doch gut jetzt. Ah, diese Musik hier nervt, oder? Was ist das für ein Teil? Wir treten mal einfach... Wow! Wow! What the fuck? Sekunde, das tut mir jetzt sehr leid. Pause, kurz mal. Frames? Kommt ihr wieder zurück zu mir? Wow, okay, das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Moment. Schau mal, ob es jetzt klappt. Na, sieht okay aus. Aber ich will trotzdem mal kurz runter. Oh, hat noch nicht mal richtig regeneriert, das Ganze. Wir sehen, da sind noch ein paar Gastviecher. Ja, es tut mir leid, das geht mir selber so auf den Geist. Ihr glaubt's gar nicht. Aber wir haben reichlich Ausbeute gemacht. Deswegen will ich hier auch lieber vorsichtig sein. Oh, hier liegen noch Erfahrungspunkte. Cool. Hier war doch noch... Ah ja, da. Kommt zu mir. Kommt alle zu mir. Übrigens, diese Gastränen, die können wir nicht einsammeln. Also die er fallen gelassen hat, unser lieber kleiner Freund. Das hier ist eine Gast-Trap. Ich weiß allerdings nicht, was das ist, ganz ehrlich. Das hier ist Experiment. 4 Stück, keine Ahnung. Habe ich in Truhen gefunden, Steel Leaf. Eisenholz ist super cool. Können wir uns ein paar Waffen und sowas draus machen? Und Ausrüstung allgemein? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe einen Turmschlüssel bekommen. Mit diesem Turmschlüssel, ich probiere das nochmal ganz kurz zu demonstrieren, wenn es nicht wieder... Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht wieder laggt. Ja, schön. So, können wir hier tatsächlich Räume aufschließen? Was mal extrem cool wirklich ist. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier mit der Axt einmal loslege? Haut der dann alles weg? Ja. Oh, hallo. Und da ist ein Golem. Ein Turmgolem. Wow, das leckt gerade zu sehr. Das leckt gerade zu sehr. Ach, Mann. Hallo, Turmgolem. 40 Punkte, die du hast. Die können wir auch einfach wegwunzen. Aber das kann ich jetzt nicht machen, da ich mal schnell flüchten muss. Wo bin ich denn hier, verdammte Axt? Ja, ich muss kurz die Aufnahme wieder unterbrechen. Mann, 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 Mann. Das wird wohl nichts hier mit dem. Jedenfalls, ihr seht das jetzt gerade. Moment, kann ich das kurz noch zeigen? Da oben, da, ah, diese roten Holzfelder, die mit Rot so ein bisschen sind, die können tatsächlich, die können wir mit dem Turmschlüssel einfach öffnen. Das ist voll cool. Aber ich werde jetzt mal wieder runterfliegen und unser Zeug wegbringen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Ja, da bin ich wieder zurück. Das war jetzt tatsächlich leider für euch nicht so spannend, beziehungsweise nicht so ersichtlich alles. Aber, naja, immerhin, wir haben den Gast platt gemacht. Ich fliege gerade zurück zum Portal, damit wir unsere Sachen wegbringen können, die wir eingesammelt haben. Das kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Es hat sich gelohnt. Ich habe wieder so eine komische Spoils-Bag. Haufen Diamanten waren da. Gas-Trap, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Redstone. Also da ist alles voll im Innern mit Redstone-Signalen. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wozu die eigentlich gut sind. Ja, das tut mir leid, wie gesagt. Das ist bei diesen, das kann ich tatsächlich erklären, das ist, wenn sich das generiert, immer diese besonders hohe Gebäude und hohe Bäume. Da ist es dann noch viel schlimmer. Gut, es laggt auch so und ich suche hier wahrscheinlich nach billigen Ausreden. Aber ja, es ist dann halt manchmal nicht zu ändern. Das tut mir sehr leid.
Auch jetzt wieder, es ist... Ach, Mann. Oh. Kann sein, dass es da immer das Gleiche hier ist und wir fliegen immer wieder dran vorbei. Ich suche ja noch sowas in groß. Es gibt sowas hier noch in riesengroß, also diesen Hügel. Im Innern dann mit Spawnern und mit Haufen Zeug. Mensch, was ist denn jetzt schon wieder kaputt hier? Okay, passt auf, die Aufnahme hier ist für den Arsch. Ich glaube, ich flieg mal schnell offscreen weg, bring unsere Sachen weg und dann sehen wir uns. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Tut mir nochmal sehr, sehr leid mit den ganzen Lags, mit dem... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann schneide. Jedenfalls war es mir so gut wie unmöglich, wirklich, dieses in dem Gas Tower da zu filmen, aufzunehmen. Pardon. Das tut mir wirklich leid. Ich würde vorschlagen, die angebrochene Folge hier, da fliegen wir einfach mal in die andere Richtung und schauen, ob wir nicht noch was Hübsches entdecken. Übrigens, ich mit meiner großen Klappe. Da drüben ist ein Schleim draußen. Hier ist irgendwo ein Zombie, habe ich gerade gesehen. So viel zum Thema. Nein, im Twilight Forest sind die Gegner nicht an der Oberfläche. Die sind alle unter der Erde. Ehrlich. Ah ja, und es leckt. Ich weiß nicht wieso. Ach, Mann, ich habe mein System extra nochmal neu gestartet. Ach, Mann. Ach, aber jetzt, es geht ja einigermaßen. Das geht einigermaßen. Sind mit den Frames bei. Ja, 15. Was nicht flüssig ist. Wir wissen, 30 ist flüssig. Jetzt war es gerade bei 22. Hey. Vielleicht sollte ich einfach nicht so viel fliegen. Denn immer wenn ich fliege... Oh, hier ist der Lichttower. Cool. Hört er auf zu laufen? So, wir machen uns ganz kurz mal den Wegpunkt hier. Lichttower. Den möchte ich noch nicht machen heute. Einfach aus dem Grund, dass der Leech ein bisschen schwieriger ist, muss ich sagen. Weil den kann man nicht einfach so besiegen, indem man drauf schießt, wie blöde, sondern der hat Schutzschilde und dann spawnen da noch ein paar andere Viecher mit drumrum, die Enderperlen auf einen werfen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das ist nicht so leicht. Hier ist, wie ihr seht, ein großes Pilzbiom. Ja, ach, pff. Was soll's. Hier gibt's auch nicht wirklich Tag und Nacht. Und da war gerade wieder ein Monster-Lag, supi. Steak reingefuttert und weitergelaufen. Ja, wir schauen mal. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Irrgarten oder sowas. Da hinten ist nochmal ein Dark Forest, wie ihr unschwer erkennen könnt. Übrigens hatte ich da einen Turmschlüssel tatsächlich gefunden, mit dem man dann im Innern so eine. Man brauchte 4 insgesamt von denen in diesem Turm. Und dort konnte man dann im Innern so eine Kammer öffnen. Da war auch nochmal so ein Golem drin, so ein Turmgolem. Ja, und da waren halt ein paar interessante Sachen noch, aber nichts Weltbewegendes. Da ich, wie gesagt, diese ganze Redstone-Engine-Sache, die da drinne war, nicht ganz verstehe. Wieso gibt es hier so viele Great Wood Trees? Das muss mir mal einer erklären. Da steht einer, hier steht einer. Also das ist ja wirklich unfassbar. Ich laufe mal ein bisschen, dann leckt es nämlich nicht so. Ich mache mal die Energie hier aus. Ja, so ist das doch gleich viel schöner. Hier sind Löcher im Boden, ja, und schon leckt es wieder. Ach Mann, ich glaube, diese Aufnahme ist verflucht. Ja, der Twilight Forest, der ist wirklich... sehr, sehr ladeintensiv, sagen wir es mal so. Am besten wir machen es so. Ich gucke mich offscreen hier um. Denn ihr seht ja, es wird nichts. Es ist zum Kotzen. Es tut mir sehr leid, wie gesagt. Ich schaue mich hier offscreen etwas um, einfach. Suche nach den Orten, die ich euch gerne hier zeigen möchte. Und wenn ich diese Orte gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Und dann werden wir Endbosse platt machen und große, große Höhlen untersuchen. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hier ist zum Beispiel schon einer dieser Orte, die ich euch mal zeigen wollte. Das gibt's ganz oft, so ein Obsidian-Turm. Und auf der Spitze ist immer ein Lapislazuli-Block. Hier setze ich mir definitiv eine Markierung. Habe ich gerade schon mal eingefunden. Dahinten sehen wir jetzt schon in der Ferne ein Häuslein stehen, zu dem wir mal ganz vertrauensvoll hingehen.
Ach ja, ich bin so arglos. Ich gehe da mal hin. Tralalalalalalala. Tralalalalalalala. Ob dann die gute Frau drin wohnt? Oh, ein Spawner! Oh mein Gott, den haben wir mit unserer Diamanthacke einfach mal weggehauen. Und hier brennt ein Feuer. Oh, da ist er. Und ich brenne auch. Supi. Nee, also, hä? Übelster Fehler ever? Hallo? Ja, das sind halt so eine Hütten, da sind diese Skelettkrieger-Spawner drinne. Das wäre eine Sache, die ich euch gerne zeigen wollte. Also Weideland haben wir hier definitiv auch. Unter uns ist jetzt kein Rambazamba mehr, war da aber gerade auf dem Radar definitiv zu sehen. Aber ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, ich will ja hier hin. Ja, ich werde weiterlaufen und werde euch gegebenenfalls alles Interessante zeigen. Bis gleich. Ja, da bin ich auch noch einmal und der nächste Ort, den ich euch zeigen möchte, ist dieser hier. Guckt euch mal diesen Ort hier an. Herrlich. Wir sind in einem Winterbiom tatsächlich, also einem Schneebiom. Und hier gibt's Pinguine. Es gibt Pinguine. Und die sind ganz niedlich, sind die. Die droppen, glaube ich, Federn, wenn man die tötet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es lohnt sich nicht, denn die sind so niedlich. Und wir schlittern hier ein bisschen durch die Gegend. Und wir sind in einem, naja, in einem künstlichen, wie soll ich sagen, hier von außen könnt ihr euch das mal ansehen. So sieht das aus. Das ist so ein Eisblock. Keine Ahnung. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr niedlich, definitiv. Gefällt mir sehr gut. Nein! Ja! Jawoll! Leute, wir haben, auch wenn jetzt wieder ein Monster-Lag kommt, das ist jetzt scheißegal, wir haben gerade den geilsten Wald gefunden, den es gibt, den Enchanted Forest. Den müsst ihr euch reinziehen, das ist so geil hier. Hier gibt es ultra bunte Bäume. Hier und alles blinkt und alles sieht total geil aus. Ach man, Lag woanders, verdammt nochmal, ich will doch hier was zeigen. Ach, Fraps ist heute extrem unkooperativ. Ich weiß nicht wieso, aber sonst war das nicht so schlimm. Heute ist es ganz besonders schlimm. Oh, guckt euch mal diese Bäume bitte an, ja? Das ist so der Wahnsinn. Wir holzen uns mal ganz kurz einen weg, damit wir ein paar Saplings kriegen. Aber ich habe keine normale Axt mehr. Ich habe nur diese Heat-Axt. Haben wir im Bergarbeiter-Rucksack zufällig noch, nee, da haben wir nur Obsidian drin. Haben wir Eisen? Nee, haben wir nicht. Dann kurz mal Plan B. Steinaxt reicht mir nämlich schon. Hauen wir uns mal ganz schnell 3, 2, 3, nochmal 3. So, und dann machen wir uns ganz schnell mal 2 Steinäxte. So, 1, 2, 1, 2. Ja, großartig, ne? Schürferrucksack war das, glaube ich. Jawohl. So. Nee, Schnitzel nicht. So. Wo ist das? Ja. Hier, so und so. Oh, Moment, mein Fernseher ist ja an. So. Und jetzt hauen wir mal ganz fix mit der Axt hier den Baum einfach weg. Und, nee, falsche Axt, falsche Axt, falsche Axt. Das ist, glaube ich, ganz normales Eichenholz oder so, wenn man das dann umwandelt. Nichts Spektakuläres, aber die Saplings hätte ich gern. So ein Regenbogenbaum ist nämlich voll schön. Aber dieser Enchanted Forest hier lässt ja noch was ganz anderes. Der birgt noch ganz andere Geheimnisse. Und vor allem, ich weiß noch, auf dem Server, da bin ich mal einen ganzen Tag echt rumgeflogen, um den zu finden. Und ich habe ihn dann auch gefunden, 10.000 Meter weg. Also 10 Kilometer musste ich fliegen. Mit dem Teil. Ich weiß, wenn man die Äste abschlägt, dann droppt der vielleicht nichts. Das ist, verringert die Chance. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Dann mache ich das offscreen einfach. Und ich sehe schon auf dem Radar, ihr seht es auch, dort ist der Platz, wo wir hin möchten. Und zwar hierhin. Das ist ein sogenannter Ram. Von dem mache ich mal ganz kurz ein Foto. Ist hier irgendwo ein Zombie? So, ohne sieht es doch schöner aus. So. Und der Punkt ist jetzt dieser, dass ich jetzt das, was wir hierfür benötigen, nicht mithabe. Aber das werde ich mir jetzt, es möge mir verziehen sein, erstmal holen durch diesen
Dispenser oder wie das heißt. Man drückt hier einfach mal auf den Knopf und der spuckt uns tatsächlich Wolle aus. Und das in allen möglichen Farben, wie ihr vielleicht seht. Die sammeln wir mal auf. Hab ich alle? Und einen Ring hat er hier komischerweise oben. Da fragt man sich natürlich, was hat es damit auf sich? Also nehmen wir einfach mal Wolle und wenden das auf ihn an. Und ihr seht, noch ein Ring, noch ein Ring, noch ein Ring. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß natürlich, wir brauchen von jeder Art Wolle, ich glaube es sind insgesamt 16, brauchen wir jetzt ein Stück. Ich nehme es mir jetzt einfach mal. Es tut mir leid, ich hätte es sonst mit Minimumstein oder mit irgendwelchen anderen Färbemitteln umgewandelt. Aber ich habe jetzt gerade leider nichts dabei, weil ich nicht damit gerechnet hatte, einfach, dass wir das finden. Ich nehme mir mal schnell von jeder Sorte ein Stück. So, dunkelblau, braun. Braun haben wir noch in der Truhe, wenn ich mich richtig erinnere. Machen wir mal schnell. Okay, Türkis hat er schon, wollen wir nicht. Das Grün müssen wir noch. Rot hat er, glaube ich, auch schon. Und schwarz. Aber ich möchte euch gerne zeigen, was passiert, wenn man alle Wollestücke dem Questram angeheftet hat, sozusagen. Erstmal wird es immer länger, wie ihr sehen könnt, was schon mal ein sehr schöner Effekt wirklich ist. Und dann... So, gleich ist es soweit. Moment. Hellgrün noch. Plupp. Und gelb haben wir schon. Ist es schon fertig oder fehlt noch was? Es fehlt noch was. Was fehlt denn noch? Moment, da muss ich mal kurz gucken. Weiß. Orange vielleicht? Nee, orange ist da. Hellgrau, dunkelgrau. Irgendeine Wollart fehlt noch. Schwarz, rot, grün. Es hat uns noch nichts gedroppt. Es muss nämlich was droppen. Also wenn es alle Wollestücke bekommen hat, dann droppt es auf jeden Fall was für uns. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Wir machen es einfach nochmal. Wir probieren es einfach nochmal. Ich gucke mir jetzt das nochmal ganz genau an. Moment, wir testen es nochmal. Ah, jetzt. Jetzt. Oh, die Ausbeute. Die Ausbeute, Leute. Fremdzug. Also, was hat es uns denn gegeben? Ich packe mal schnell die Wolle weg. Die überflüssige. Es war tatsächlich das hellgraue Stück anscheinend. So, es hat uns gedroppt. Ein Smaragdblock, einen Diamantblock, einen Goldblock oder ein Eisenblock. Ihr wisst ja, wenn man einen Diamantblock, kriegt man 9 Diamanten. Smaragd, genau das gleiche. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Denn das ist extrem cool einfach. So, ich mache nochmal schnell ein paar Bilder. So. Okay, das war's auch schon, was dieser Enchanted Forest hier an tollen Sachen für uns bereithält. Suchender Widder. Ah, okay. Können wir auf dir reiten? Nee, können wir nicht. Wieso nicht? Können wir dich als Haustier mitnehmen? Das wäre doch mal voll geil. Gut, ansonsten, ihr seht, da oben sind auch die ganz bunten Schafe. Also Widder, Böcke, wie auch immer. Ja, das wollte ich euch zeigen. Enchanted Forest. Wunderschön. Schönes, schönes Biom. Sehr sehenswert. Bunte Bäume. Ich mag bunte Bäume total gern. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das nächste nette Ding zum Angucken entdeckt habe. Bis gleich! Ja, da geht's auch schon weiter mit uns. Und zwar habe ich endlich einen großen Cave gefunden, den ich euch schnell zeigen möchte. Dafür muss ich allerdings mal kurz die Gegner ausstellen, denn sonst würde da unten jetzt das Rambazamba losgehen. Ihr seht, das ist ein Riesenteil, das wir hier gefunden haben tatsächlich. Hier gibt's alles Mögliche. Hier gibt's vor allen Dingen reichlich Ressourcen. Ihr seht, hier gibt's Schleim, Ball, Untiere. Hier gibt es des Weiteren... Also wenn das ein richtig großer ist, dann gibt's hier auch diese komischen Geister. Ist das einer? Nee, Spinnen. Noch mehr Spinnen. Noch mehr Spinnen. Okay, reichlich Spinnen, aber dass es hier diese Feuerball- und diese Schleimballviecher gibt, das deutet schon darauf hin, dass das ein sehr großer ist. Ein Cave, glaube ich, wie gesagt, nennt man das. Was ich hier auch mal gemacht habe, weil es einfach zu gefährlich war, so mit Gegnern hier, ich habe hier einfach mal eine Mining Turtle reingeschickt. Und die hat hier fleißig gebuddelt. Hier ist noch mehr. Okay, da ist noch ein Spawner. Das ist mal ein Feuerkäfer.
Ja, und hier seht ihr natürlich schon die ganzen Ressourcen. Vor allen Dingen, wir haben hier haufenweise Lapislazuli, Redstone vor allen Dingen. Wir haben hier richtig fette Diamanten und Smaragdadern. Und dann auch nicht nur eine, sondern gleich mal schnell ein paar mehr, ne? Wenn man sich hier richtig austobt und auslässt in dieser Höhle, hier sehen wir zum Beispiel Diamanten. Da. Dann hat man mal ganz schnell seine Vorräte, aber sowas von aufgestockt, dass man wahrscheinlich nie wieder irgendwie buddeln gehen muss. Vor allen Dingen mit unserer Glück-4-Hacke, müsst ihr euch mal überlegen, wenn ich hier jetzt losbuddel, dann geht's rund. Was ist denn hier drin? Ja, Eisenholz-Spitzhacke, Torchberries. Ja. Ach ja, und hier, genau, hier sind diese Geister. Oh, Moment, ich mach mal ganz kurz die Wegpunkte aus, damit ihr das besser sehen könnt. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Alle guten Dinge sind drei, nein. Ach ja, hier. Entschuldigung. Obwohl, nee, mache ich nicht aus. Ach, scheiß drauf. Ihr seht's ja, das ist ein Geist mit einem Krönchen auf dem Kopf. Die Sache ist, diese Viecher, diese Geistviecher, die schwirren hier dann rum, fliegen hier rum, machen immer... Und die greifen einem im Grunde nicht an, aber die greifen einen nicht an, bis man anfängt, irgendwas abzubauen oder zu buddeln. Dann schubsen die einen. Und ich habe gelesen, es kann auch sein, dass die einen mal in die Lava schubsen und so. Das ist gar kein Ding. Und das finde ich schon wieder irgendwie so genial gemacht. Irgendwie so geil, die Idee schon, sowas. Das ist super cool. Gegner, die praktisch hinterhältig sind und einen schön schubsen, wenn man gerade nicht guckt. Und erst angreifen, wenn man gerade irgendwie abgelenkt ist. Also das muss ich ehrlich sagen, da bin ich doch schon begeistert vor so viel Raffinesse. Und viele, wie ihr vielleicht merkt, ich möchte ja eigentlich wieder raus. Ich werde mir diesen Cave hier mal zu Gemüte führen. Das werde ich offscreen machen, denke ich. Ach so, ich muss einfach nur hier lang, oder? Nee. Okay, da müssen wir uns draus buddeln. Ich finde den Ausgang jetzt nicht. So. Den werde ich mir mal ganz genau zu Gemüte führen. Ein bisschen abbauen, das wird spaßig. Das ist ja für euch dann wieder nicht so interessant, denke ich mir einfach mal. Ja, ich muss sagen, die Twilight-Welt auf... Ach nee, echt? Die Twilight-Welt ist leider, weil es so laggt, nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich kann mich ja auch nicht immer für jeden Dreck entschuldigen, obwohl es angebracht ist. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Nee, ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Wir haben ja noch einiges vor in der normalen Welt. Wir wollen uns ja unsere Iridium-Rüstung mal herstellen. Guckt mal, hier gibt es auch kleine Hoppelhäschen. Auch sind die niedlich. Waldhäschen heißen die. Ach, guck mal, ist es nicht süß. Komm, dreh dich mal um, dann machen wir ein Foto von dir. Jawohl. Und da gibt es noch in anderen Farben. Och, guckt euch mal bitte die Häschen an, die es hier gibt. Och, die fotografiere ich jetzt alle und das werden alles die Thumbnails für die nächsten Videos. Es wird dann nur so ein Häschenverein werden. Oh. Okay. Ja, je nachdem, wie ich das hier schneide, ist das jetzt entweder ein überleitender Beitrag zum nächsten, bis ich wieder irgendeinen Gegner gefunden habe, oder das ist hier das Ende. Also sage ich erstmal Tschüss. Nur bis gleich oder bis morgen oder wie auch immer. Tschüss.